Heute ist für mich ein ganz besonderer Tag, an dem ich dich teilhaben lassen möchte, eine besondere Freude, die ich dir mitteilen möchte. Und ich möchte zuerst, ganz zu Anfang, einen Vers aus der Bibel davor stellen. Er ist aus 2. Korinther 1, Vers 4. Er tröstet uns in all unseren Bedrängnissen, sodass auch wir andere in all ihrer Bedrängnis zu trösten vermögen. Mit dem Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. In diesem Vers kommt dieses Trösten und dieses Ermutigen so viel, so durchdringend vor. Das Wort Trösten hat im Griechischen die Bedeutung, jemanden zur Seite stehen, jemanden ermutigen und in seiner Not vielleicht durch ein Wort, durch einen Ausweg oder etwas zu ermutigen und zu helfen. Gott hat dir und mir den Heiligen Geist gegeben und er wird in der Bibel als der Tröster beschrieben. Er tröste dich und mich in all diesen Bedrängnissen und Paulus schreibt ja davon. In allen Bedrängnissen, in allen Herausforderungen, kennst du das? Kennst du Bedrängnisse? Bist du jetzt in bedrängenden Situationen? Bist du jetzt in einer Situation, wo du sagst, dass ich weiß gar nicht, was ich machen soll? Ich weiß, ich bin so entmutigt. Ich kenne diese Situationen und diese Herausforderungen sehr gut. Ich bin durch viele solche Herausforderungen gegangen. Und für mich war der Heilige Geist, für mich war das Wort Gottes eine beständige Ermutigung. Deshalb habe ich ein zweites Buch geschrieben. Dieses Buch ist wie ein Schatzkästchen für mich. Es ist wie eine Perlenkette, die ich geknüpft habe. Perlen sprechen immer von Überwinden, von einer Situation, die für diese Muschel sehr bedrängend war, sehr schwierig war, wie ein Fremdkörper. Bedrängnisse in deinem Leben sind Fremdkörpererfahrungen in deinem Leben. Und die Perle wird geschaffen durch diesen bedrängenden Umstand. Diese Stories, die ich hier zusammengetragen habe, sind Stories aus meinem Leben. Bedrängnisse, die ich erlebt habe, Herausforderungen, durch die ich gehen musste. Und sie sind für mich wie Perlen geworden, die ich zusammengestellt habe, geknüpft habe, wie eine Perlenkette. Und ich möchte dir dieses Buch so herzlich empfehlen. Es wird dir helfen. Es wird dir helfen, durch Krankheitszeiten zu gehen. Einfach ermutigt zu sein. Es wird dir helfen, durch Auseinandersetzungen, durch Bedrängnisse, durch Herausforderungen hindurchzugehen mit dem Wort Gottes an deiner Seite. Und es wird dich ermutigen, es wird dich stärken und es wird dir helfen, wieder eine Sicht zu bekommen, dass du weitergehen kannst, dass du aufstehen kannst, dass du stark wirst. Ich möchte dir dieses Buch ganz, ganz, ganz herzlich empfehlen heute. Gott hat mehr für dich, der Band 2 von mir. Ich lese dir einfach vor, was ich dazu geschrieben habe. Du findest das auf der Rückseite von dem Buch. Da steht, für mich ist dieses Buch wie eine Perlenkette, die ich für dich geknüpft habe. Es sind Perlen, große und kleine Kostbarkeiten. Gut zu lesende, überschaubare Texte und Gedanken, die davon erzählen, wie du trotz all der widrigen Umstände und Herausforderungen in deinem alltäglichen Alltag überwinden kannst. Lass dich durch meine Perlenkette ermutigen. Es wird dir zu einem großen Segen sein. Gott hat mehr für dich.